Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Thomas Roth. Ich bin Chefredakteur von Volksfreund.de und ich begrüße Sie heute herzlich zu unserem Online-Forum Verkehr in der Region. Wir haben bei uns 3 Wochen auf große Verkehrsprojekte geschaut. Wir haben aber vor allem auf mögliche Entwicklungen geschaut, und zwar für die Menschen in unserer Region. Und zwar egal, ob sie Fußgänger sind, ob sie Radfahrer sind, ob sie Autofahrer sind, ob sie Bus und Bahn nutzen oder, wie glaube ich, die meisten von uns, irgendeine Kombination von allem. Und zum Schluss unserer Serie wollen wir uns noch einmal mit einigen Menschen unterhalten, die den Verkehr im Blick haben, teilweise beruflich, teilweise privat, wie auch immer. Auch hier ist es bei den meisten eine Kombination. Ich freue mich, dass uns heute zugeschaltet sind Andi Becht, Staatssekretär im Wirtschafts- und vor allem Verkehrsministerium in Rheinland-Pfalz. Professor Hartmut Topp, er war lange Jahre Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr der Technischen Universität Kaiserslautern und ist als freier Verkehrsplaner immer noch ganz tief in den Themen darin, die uns heute beschäftigen. Dann haben wir hier Henry Hoffmann, er ist Schüler am Max-Planck-Gymnasium in Trier und unter anderem aktiv bei Fridays for Future. Und wir haben Wilfried Ebel bei uns. Er leitet den Bereich Infrastruktur, Raumordnung und Verkehrspolitik bei der Industrie- und Handelskammer in Trier. Ich bedanke mich wirklich bei allen von Ihnen, dass Sie sich auf dieses Format einlassen. Das ist nicht ganz einfach. Und ebenso sage ich Danke an meine Kollegin Katharina de Mos und meinen Kollegen Markus Hormes, die nach der Einführung die Moderation übernehmen werden. Aber lassen Sie uns mit einer schnellen Runde einsteigen. Und ich hätte gerne von Ihnen allen eine kurze Antwort, eine schnelle, und ich weiß, dass das herausfordernd ist. Also wir haben uns 1 Minute als Obergrenze gesetzt und die Frage lautet, wo liegt aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung bei der Mobilität in unserer Region und was macht Ihnen Hoffnung, diese zu meistern? Und ich würde einfach sagen, Herr Becht, lassen Sie uns mit Ihnen anfangen. Ich gebe nach 50 Sekunden vielleicht ein Handzeichen, ansonsten, damit es nicht zu lang wird, weil wir wollen wirklich die Themen in der Tiefe dann auch noch ein bisschen behandeln. Also, Herr Becht. Ja, schönen guten Tag. Die größte Herausforderung nach meiner Anschauung ist, allen Interessen gerecht zu werden. Das sieht man vor allem in Ihrer Region, diesen Spannungsbogen zwischen urbanen und ländlichen Räumen, dann an diesem hochprosperierenden Bereich zu Luxemburg, wo es wirtschaftlich brummt, aber andererseits natürlich auch in die ländlichen Räume, die Verkehre stimmen müssen. Frei nach den Blues Brothers, Country und Western muss man spielen, Individualverkehr, öffentlicher Verkehr in einen Ausgleich bringen und dabei alle im Blick haben. Das Rezept, die Gewissheit, dass es klappt, nehmen wir daher, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir auf Transparenz setzen, auf Offenheit in der Technologie, aber auch in den Meinungsbildern. Wir wollen den ganzen Bogen abbilden. Sehr schön. Herr Professor Topp, sind Sie auch bei den Blues Brothers? Nee, ich habe einen etwas anderen Ansatz. Ich sage mal, die größte Herausforderung der nächsten Jahre ist mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr. Und das erreichen wir einmal durch Dichte- und Nutzungsmischung, also in der Siedlungsstruktur. Und dann auch die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben mit Homeoffice, sind ja auch sehr ermutigend. Oder das, was wir jetzt gerade praktizieren. Wir müssen uns ja nicht in Trier treffen, sondern wir machen das von zu Hause aus oder vom Büro aus. Das sind Riesenchancen für meine These, mehr Mobilität mit weniger Verkehr oder speziell mit weniger Autoverkehr. Sehr schön, danke schön, Herr Professor Topp. Henry Hoffmann, Sie haben schon genickt. Ja, ich kann dem Ganzen nur beipflichten. Also die größte Herausforderung der Mobilität ist natürlich die Klimakrise. Wir müssen die CO2-Emissionen im Verkehr stark senken und möglichst bis 2035 auf Netto Null gehen. Konkret bedeutet das, wir müssen die Leute dazu bewegen, weg vom Auto zu kommen, hin zu klimafreundlichen Verkehrsmitteln wie Fahrrad, zu Fuß gehen oder natürlich dem ÖPNV. Das ist natürlich sehr wichtig, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und es bedeutet auch vor allem für den Staat, dass dort eben die Möglichkeit gesetzt werden muss, die Infrastruktur, dass das finanziell natürlich klappt. Ja, und dass halt eben auch die Möglichkeiten da sind, dass ein Mensch so etwas wirklich nutzen kann, weil wenn kein Bus fährt, kann niemand einen Bus nehmen. So, Herr Ebel, jetzt aus Sicht der Industrie- und Handelskammer, keine Autos mehr.
Ich glaube, ganz schnell wird es nicht gelingen. Also grundsätzlich sehe ich uns als Region da mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert bei der Mobilität, wie das auch in anderen Regionen der Fall ist. Ja, da sind die Themen demografischer Wandel, Digitalisierung vieler Lebensbereiche, zunehmend Urbanisierung, aber natürlich auch, das wird ja auch schon mehrfach angesprochen, natürlich das Thema Klimaschutz als zentrale Zukunftsaufgabe. Aus Sicht der Wirtschaft ist es eigentlich die spannende Herausforderung oder die zentrale Herausforderung, wie kann das alles umgesetzt werden und gleichzeitig eben die für die Wirtschaft ganz wichtige Mobilität von Gütern und Personen aber auch erhalten bleiben. Und darüber müssen wir halt auch wirklich nachdenken. Aus unserer Sicht ist da eigentlich ein Ansatz, dass man eben auch da mit Augenmaß, natürlich mit planbaren Zielen herangeht. Und ja, das, denke ich, ist eine Diskussion, die jetzt nicht nur in der Region geführt wird. Vielleicht als regionales Spezifikum, Herr Becht hat es schon mal angesagt, wir haben hier natürlich eine Situation mit dem Oberzentrum Trier, das relativ isoliert liegt, umgeben von sehr viel ländlichem Raum auch. Ja. Und wir haben hier natürlich auch unterschiedliche Mobilitätsmöglichkeiten in Stadt und Land. Und auch das muss man einfach bei dieser Diskussion immer im Auge behalten, wenn wir über irgendwelche Maßnahmen auch nachdenken. Ja, dann vielen Dank schon mal für diese erste Einschätzung. Jetzt hat sich jeder schon mal so ein bisschen positioniert und wir können inhaltlich in die Diskussion weiter einsteigen. Lassen Sie uns mit einigen Straßenbauprojekten beginnen, hier in der Region Trier. Und da wird an erster Stelle schon seit vielen Jahren genannt der Lückenschluss der Autobahn 1. Das heißt, da sind noch einige Kilometer zu bauen, was auch geplant ist, aber was sich schon sehr lange hinzieht. Deswegen wüsste ich mal gerne zunächst mal von Herrn Ebel, die IHK hat sich ja da schon mehrfach positioniert, immer wieder dran gemahnt. Warum ist denn der Lückenschluss der A1 so wichtig? Ja, der Lückenschluss ist auf verschiedenen Ebenen wichtig. Ne? Wir haben natürlich überregional ist die A1 eine enorm wichtige Straßenverbindung und bietet halt großräumig eine gute Verbindung, Fernverkehrsverbindung, in der halt leider seit wirklich, ich glaube, mittlerweile sind es die 5 Jahrzehnte, die wir darüber sprechen, diese 25 Kilometer in der Eifel noch fehlen. Und viele Unternehmen haben es natürlich auch schon vor etlichen Jahren in der Eifel auch angesiedelt, mit der Erwartung oder mit dem Versprechen, sagen wir, dass dieser Lückenschluss zeitnah erfolgt, ja, und viele warten halt immer noch drauf. Ich hatte gesagt, ist auf verschiedenen Ebenen, also es ist schon angedeutet, also nicht nur großregional, sondern natürlich auch für die Eifel wäre das natürlich ein ganz wichtiger Faktor, um hier nochmal der Wirtschaft auch Schubkraft zu verleihen. Aber, und das muss man bei dem Thema, das ja heute auch hier gilt, ganz klar dazu sagen, würde auch eine enorme Entlastung für viele der Kommunen bedeuten, die ja heute aufgrund dieses Umleitungsverkehrs von Verkehr belastet werden. Das darf man einfach nicht vergessen. Herr Staatssekretär Andi Becht, Sie haben schon mitunter genickt bei den Ausführungen von Herrn Ebel. Warum dauert es denn so lange? Wie kann man das den Menschen noch erklären? Ja, zunächst mal möchte ich vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen, dass ich zwischen den Diskutanten da keinen großen Dissens erlebt habe in den Eingangsstatements, was die Bedeutung der einzelnen Verkehrsmodi anbelangt. Und Straße ist halt ein wichtiger Verkehrsmodus, der zu gut 50-60% den Individualverkehr, aber auch den öffentlichen Verkehr bedient. Auch ÖPNV, auch Busse braucht Straßen. Deswegen ist Straßenbau auch ein Thema moderner Mobilität. Und in diesem Zuge haben wir den A1-Ausbau energisch vorangetrieben. Wir haben beim LBM in Trier eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit diesem Bereich A1 Lückenschluss befasst. Das ist die Größe eines kleinen Ingenieurbüros, das wir da ausgekannt haben aus dem normalen Betrieb. Wir haben uns gefreut, den Planfeststellungsantrag auf den Weg bringen zu können vor 2,5 Jahren. Das waren, glaube ich, 15 Leitsordner. Das beantwortet auch die Komplexität dieses Verfahrens. Und wir hoffen, noch in dieser Legislaturperiode das Baurecht liefern zu können, sprich die Baugenehmigung in Gestalt des Planfeststellungsbeschlusses. Und das dauert deswegen so lange, weil wir natürlich
auf Umwelt, auf unsere Ressourcen und auf die Belange der Menschen Rücksicht nehmen wollen und das auch von Gesetz her müssen. Und die Verfahren sind so, wie sie sind, nämlich ziemlich kompliziert und vielschichtig. Wenn man 15 Leitsordner zusammentragen muss, um 25 Kilometer Straße zu überplanen, sagt es ja einiges. Es ist ein Inhaltsverzeichnis allein mit 90 Positionen, wo umweltrechtliche Fachgutachten, verkehrsplanerische Fachgutachten aufgerufen werden. Und deswegen haben wir uns gerade im Zuge der A1 auch vom Land, der Landesregierung her dafür eingesetzt, die Verfahren in diesem Punkt zu straffen. Beispielsweise bei einer etwaigen Anfechtung dieses Projektes, der Baugenehmigung des Planfeststellungsbeschlusses, ist der Rechtsweg direkt zum Bundesverwaltungsgericht eröffnet. Man hat eine Rechtswegverkürzung eingebaut. Aber viele Dinge sind hier ehrlich gesagt noch zu unternehmen. Die Verfahren dauern zu lange, sie sind zu kompliziert und man könnte das alles effektiver machen. Ich will aber sagen, da wo wir es können, bringen wir uns ein und machen so schnell es geht. Herr Professor Topp, dieser Aufwand, der da betrieben wird, die enormen Kosten, die Auswirkungen auf die Umwelt, ist das denn alles wert, ein solches Projekt dann durchzuziehen überhaupt? Ja, also zunächst mal als Vorbemerkung, ich kenne mich mit dem speziellen Fall nicht detailliert aus. Aber vielleicht mal allgemein. Also für mich ist Autobahnbau ein Ansatz von gestern. Und beim Lückenschluss sehe ich das ein bisschen anders. Da würde ich das differenzieren und da würde ich einfach die Frage stellen, was geht denn drauf dabei? Also ich habe das gelesen bei Ihnen in der Zeitung. Das geht ja offensichtlich durch Wald, durch Natur. Und da ist es natürlich sehr kritisch und die Abwägung ist schwierig. Und in der Vergangenheit haben wir eben Erhalt von Natur und Landschaft und Wald nicht so hoch gewichtet wie die Verkehrsbedürfnisse. Und insofern bin ich da sehr kritisch, was die Frage anbetrifft. Und vielleicht noch eine Anmerkung. Ich habe gelesen, dass selbst der Landesbetrieb Mobilität gesagt hat, vor 2030 bekommen wir das nicht hin. Und da frage ich mich, ob wir nicht 10 Jahre weiter ganz anders über Mobilität nachdenken, als wir das heute tun. Ja, Henry Hoffmann von Fridays for Future in Trier. Jetzt haben wir doch einige gegensätzliche Aussagen schon gehört. In welcher Richtung neigen Sie zu und warum? Ja, die Sache ist natürlich, wenn wir Autobahn bauen, wird mehr Autoverkehr entstehen. Das ist das Prinzip von Angebot und Nachfrage, das ist natürlich. Autoverkehr ist, wie Herr Zopp schon gesagt hat, eigentlich eine Technologie von gestern. Sie ist klimaschädlich, teuer, ineffizient und da müssen wir natürlich eigentlich bessere Alternativen stellen. Jetzt in dem konkreten Fall, ich bin jetzt auch kein Experte bei diesem Lückenschluss, Wir müssen einfach den Gewerbegebieten und Industriegebieten in der Region die Möglichkeit geben, ihre Güter anders zu im- oder exportieren. Beispielsweise durch den Ausbau von einem Güterzugnetz. Das ist eine Technologie, die viel umweltfreundlicher ist, viel weniger CO2 ausstößt, aber natürlich enorme Investitionen verlangt. Ist natürlich enorm teuer. Im Endeffekt wird es natürlich wahrscheinlich wieder rentieren. Aber dafür muss man natürlich erstmal den Mut haben, das Ganze umzusetzen, halt einen radikalen Systemwechsel zu machen und sagen, okay, wir wollen jetzt gucken, dass wir hier unsere Gewerbetreibenden, unsere Industrie in der Region nicht mehr durch Autoverkehr versorgen, sondern eben über die Schiene. Wir reden gleich noch weiter über die Auswirkungen von Autoverkehr, auch in Frage der Umweltfreundlichkeit. Lassen Sie uns noch kurz anreißen, ein zweites wichtiges Verkehrsprojekt, den Moselaufstieg, der auch besonders umstritten ist. Da geht es also um die Direktverbindung zwischen dem Bereich Konz, Moseltal, Trier, rauf zur A64, der Autobahn, dann zwischen Trier und Luxemburg rüber. Wenn wir uns das anschauen, bleiben wir bei Ihnen kurz, Herr Hoffmann. Dieses Projekt soll ja den Raum Konz-Saarburg besser anbinden und die Stadt Trier entlasten.
zählen diese Argumente gar nicht für Sie? Sagen Sie, das kommt trotzdem nicht in Frage? Entlasten und anbinden ist immer so eine Sache, wie man etwas sieht. Ich kenne schon vielen Leuten, die vor allem in Konz wohnen, die sagen, sie möchten den Moselaufstieg gar nicht, einfach weil dann der ganze Verkehr durch Konz oder an Konz vorbeigeleitet wird, was für die eben ein größeres Problem darstellen würde. Im Endeffekt ist es wie auch bei dem Lückenschluss, mehr Autobahnen führt zu mehr Autoverkehr. Und dementsprechend ist es eigentlich ja ein veraltetes Konzept. Wir haben jetzt auch noch das Problem, dass der Wald, der da ist, ein sehr, sehr guter Wald, in sehr gutem Zustand ist. Und da haben wir nicht mehr wirklich viele Wälder, weil die halt auch nach und nach gerade abbrennen. Und im Angesicht der Klimakrise finde ich es eigentlich unverantwortlich, eher einen Wald für eine Autobahn bzw. eine Autobahnauffahrt zu fällen. Weil wir einfach auf die Alternativen setzen müssen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, weil wir das sonst nicht hinkriegen. Professor Topp, Sie schauen ja ein bisschen als Außenstehender, also aus Kaiserslautern, auf die Probleme hier, haben auch etwas zum Moselaufstieg sich jetzt angeschaut. Was war so Ihr Eindruck? Wie bewerten Sie auch diese Diskussion? Also zunächst mal, dass sich städtische Räume vom Autoverkehr entlaste, ist ja eine gute Absicht. Aber das erreiche ich auch anders. Das erreiche ich durch Reduzierung des Autoverkehrs insgesamt und nicht allein durch Umleitung des Autoverkehrs durch irgendwelche neuen Trassen. Und im Gegensatz zu dem, was wir eben diskutiert haben, der Lückenschluss. Der Lückenschluss ist ja im Grunde genommen ein letztes Teilstück einer begonnenen Planung. Und hier ist es so, wenn ich das richtig verstanden habe, bei diesem Moselaufstieg ist es im Grunde genommen ein neues Projekt und da wäre ich sehr skeptisch und da würde ich von abraten. Obwohl, ich muss eben einfach noch mal einschränkend sagen, ich kenne das Projekt nicht ausreichend genug. Staatssekretär Andi Becht, in der Landesregierung gibt es ja Befürworter und Gegner, das innerhalb der Ampelkoalition. Wie sehen Sie den Moselaufstieg und wird das Land die Planung weiter mit vorantreiben oder eher schleifen lassen? Ja, zunächst vielleicht noch mal zu den allgemeinen Punkten, die im Zusammenhang auch mit diesem Straßenverkehr und Lückenschlüssen erwähnt wurden. Natürlich ist es unser Ziel, den Modal Split, diese Verteilung der Verkehrsträger in Richtung auch klimafreundlicherer am Triebe und klimafreundlicher Modi zu bewegen. Das heißt natürlich auch auf die Schiene zu setzen. Aber wir haben jetzt gerade eine öffentliche Anhörung, beispielsweise über eine Neubaustrecke zwischen Karlsruhe und Mannheim, eine große Magistrale, die einen Nord-Süd-Lückenschluss darstellen soll. Da sind auch erhebliche Raumwiderstände, spricht man von diesem Wort, Raumwiderstände zu erwarten in der Region beispielsweise Pfalz. Das ist ein Beispiel, das zeigt auch für eine Güterstrecke, für eine Schienenstrecke, muss ich ja auch Eingriffe vornehmen. Da habe ich das gleiche Planungsrecht vor Augen und das gleiche Problem, dass ich Lebensräume durchschneide. Also man ist immer ein bisschen zwischen Pest und Cholera hin und her gerissen. Und jetzt nochmal vielleicht eine Zahl zu dieser Verteilung. Um 10% Verkehr von der Straße zu nehmen, muss ich das Schienennetz um 50% erweitern von der Kapazität her. Das machen wir gerne. Wir sind dabei. Wir haben etliche Schienenreaktivierungen vorgenommen. Wir setzen auch auf Pendlerverkehre im Wege von Pendlerradrouten, gerade im Bereich Trier-Konz-Schweich, wo wir einen Machbarkeitsstudie mitfinanziert haben. Wir machen da ganz vieles im Bereich auch ÖPNV, wo wir ÖPNV-Konzepte machen. Aber wenn 50-60% der Verkehre aktuell über den Individualverkehr abgewickelt werden und das Auto ist noch lange nicht am Ende, gerade wenn ich sehe, dass wir uns mit E-Mobilität befassen, mit klimafreundlicher Individualmobilität, dann muss ich auch Verkehrswege vorhalten. Und im Zuge dessen bringen wir den Moselaufstieg voran. Und so ist es auch in der Koalition vereinbart, dass wir nämlich genau die Projekte, die vom Bund als verbindliches gesetzliches Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan niedergelegt sind, dass wir die begleiten positiv und vor allem auch anpacken.
Und wir haben da was gemacht, was noch keine Landesregierung vor uns gemacht hat, weil wir um die Sensibilität sowohl in der Region wie auch in dem politischen Farbenfeld wissen. Wir haben nämlich gesagt, die 42 Bundesverkehrswegeplanprojekte, die für Rheinland-Pfalz zu bewerkstelligen sind von den Landeseinheiten, LBM und den Planungsbehörden, Genehmigungsbehörden, die werden von uns priorisiert. Die werden nicht über die kalte Küche entweder im Geheimen nach vorne gebracht oder wegmoderiert, sondern wir haben klipp und klar eine Agenda gesetzt, 2016, wie diese Projekte stehen, und die arbeiten wir ab. Und das ist auch die Lage in der Koalition. Wir haben gesagt, wenn der Bundesgesetzgeber den Planungsauftrag erteilt hat, im Wege der Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan, dann machen wir das hier, wie jedes andere Geschäft auch. Wilfried Ebel von der IHK, glauben Sie dem Herrn Becht seine Versicherung oder sehen Sie da noch Nachholbedarf? Und warum ist der Moselaufstieg wichtig oder nicht? Also grundsätzlich, vielleicht um das Thema noch gerade nochmal auch aufzugreifen. Also ich habe schon vor vielen Jahren bei einer Diskussion um den Moselaufstieg gesagt, wir können ja die einzelnen Verkehrsträger auch nicht gegeneinander ausspielen. Wenn wir uns die Verkehrszahlen anschauen und das prognostizierte Verkehrswachstum, dann brauchen wir Schiene, aber auch alle anderen Straße und andere Verkehrsträger unbedingt, ja, um dieses Problem zu lösen. Deswegen ist es, glaube ich, kein Entweder-Oder. Zumal wir bei dem Thema Schiene auch ganz klar jetzt schauen müssen, wie sieht die Situation zum Beispiel hier in der Region Trier aus. Gerade das Gewerbegebiet, das von dem Moselaufstieg profitieren würde. Da wurde, glaube ich, zuletzt jetzt gerade die Bahnanbindung gekündigt. Die Stadt hatte das ja lange Zeit noch, dieses Gleis betrieben. Also da müsste erstmal die Möglichkeit geschaffen werden, auch da überhaupt wieder eine Verladung auf die Schiene zu ermöglichen. Da hat leider halt Anfang der 2000er Jahre auch das Thema Mora C der Bahn, dieses Programm, viel Möglichkeiten genommen. Beim Thema Moselaufstieg, also ich bevorzuge ehrlich gesagt die Bezeichnung Westumfahrung Trier, die ja zusammen mit der Nordumfahrung Trier auch dazu angedacht war, eben diesen ganzen Durchgangsverkehr durch Trier eben an Trier vorbei leiten zu können. Weil sie haben einfach vielfach das Problem, wenn sie Verkehr lenken möchten, ihnen fehlt einfach auch eine Alternative hier in Trier. Also die Westumfahrung Trier setzt hier aus einer Moselbrücke zusammen und dem der Bundesstraße, die dann letzten Endes in die Höhe geht zur A64. Und diese Kombination, die dann auch in Richtung Saarland weitergeht mit der Ortsumfahrung Köln, würde aus unserer Sicht eine deutliche Entlastung auch der Orte vom Verkehr bedeuten. Und man muss ja auch mal sagen, nicht nur die Infrastruktur zieht Verkehr an. Aktuell haben wir ja auch in Trier die Diskussion um eine Klosansiedlung. Das wird wahrscheinlich vergleichbare Verkehrseffekte haben wie jetzt eine Westumfahrung Trier auf Zehen oder so. Also die Frage muss man sich dann auch stellen. Gut, wir schauen mit Spannung, wie gesagt, auf das Ergebnis der Verkehrsuntersuchung von LBM. Das steht ja jetzt schon etwas länger aus und ist, glaube ich, auch aus dem Grunde bis jetzt noch nicht gekommen, weil eben immer wieder neue Planungen auch da auf den Tisch kommen, die halt auch hier eine Rolle spielen. Und dann wird man schauen müssen, ob sich die Zahlen groß geändert haben. Wir gehen nach wie vor von einer deutlichen Entlastungswirkung aus und vor allem eine Möglichkeit, den Verkehr auch verträglich zu nehmen. Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herr Topp, Sie hatten eben die Hand gehoben. Möchten Sie dazu noch was sagen? Ja, ich würde ganz gerne, Herr Becht, Sie haben eben gesagt, so in einem Nebensatz, wenn wir dann Elektroverkehr haben, dann ist der MIV, also der motorisierte Individualverkehr, umweltfreundlich. Das sehe ich ganz anders. Wir haben bei der Elektromobilität bisher nicht geklärt, erstens, wo kommen die Rohstoffe für die Batterien her? Wir haben das ganze Recycling der Batterien nicht geklärt. Und der Flächenbedarf von Elektroverkehr ist genauso groß wie der Flächenbedarf von Verbrennungs-MIV. Und nach dem Motto, wenn wir das alles elektrisch machen, ist alles gut, das stimmt nicht. Da leiten Sie eigentlich wunderbar zu unserem nächsten Thema über. Ich würde nämlich gerne mit Ihnen darüber diskutieren, welche Zukunft das Auto noch hat. Das Auto mit Verbrennungsmotor, aber vielleicht auch andere. Und da wollte ich gerne Sie, Herr Professor Topp, als erstes fragen, welche Zukunft sehen Sie da für das Auto? Oder sehen Sie überhaupt noch eine? Und falls ja, wie sieht die denn aus? Also ich sage mal so, das Auto hat als Massenverkehrsmittel keine langfristige Zukunft. Das Auto wird nach wie vor
eine große Rolle spielen, als Carsharing-Auto oder vielleicht auch als Auto für bestimmte Dienstleistungen, die aufs Auto angewiesen sind. Ich denke da mal an Handwerkerdienste, an Pflegedienste und was man sich da noch so vorstellen kann. Aber das ist ein ganz anderes Thema als das, was wir heute haben. Heute ist, also gerade in der Region Trier, ich vermute mal, dass auf dem Lande, in den ländlichen Räumen etwa 60% oder sogar 70% der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden. Und das geht in Zukunft überhaupt nicht mehr. Nun ist es schwierig. Verkehrswende in der Stadt, okay, das läuft ja schon in den großen Städten vor allen Dingen. Und auch in Trier kann ich mir das gut vorstellen. Das fängt auch heute schon an. Auf dem Lande ist das deutlich schwieriger. Da müssen wir nochmal getrennt drüber reden. Da hätte ich auch ein paar Überlegungen, aber zunächst mal soweit. Vielen Dank. Ich habe den Henry Hoffmann fleißig nicken sehen. An Sie hätte ich die Frage, ich vermute mal, Sie würden die Autos am liebsten ganz stehen lassen und einmotten. Aber gerade in so einer ländlichen Region wie unserer, wie kommt man denn dann von A nach B? Welche Vorschläge haben Sie denn da? Ja, das Problem mit den Autos ist halt vor allem der ländliche Raum. Der ÖPNV ist in vielen Regionen oft nicht vorhanden. Auch so, ich kenne viele Menschen im Hunsrück, bei denen fährt der Bus dreimal am Tag oder so. Für die sind aufs Auto angewiesen, die kommen gar nicht wirklich anders darunter. Ja, es gibt zwar einmal diese Möglichkeiten, dass man irgendwie Carsharing macht oder sowas. Ja, oder dass man halt eben mal den ÖPNV dort wirklich ausbaut. Auch sehr wichtig ist zum Beispiel, dass man die Anliegen, die Menschen haben, um sich jetzt im ländlichen Raum zu bewegen, möglichst auch in die Nähe setzt. Also viele müssen zum Beispiel noch sehr weit fahren, wenn sie irgendwie auf einem Dorf leben, um zum Supermarkt zu kommen oder zu einem Arzt, weil die alle vom Land wegziehen, in die Stadt fliehen. Das müssen wir halt eben auch verhindern und gucken, dass die Leute auch bei sich im Dorf in der unmittelbaren Nähe einkaufen gehen können oder zum Arzt gehen können. Zu Elektroautos nochmal. Der Herr Topp hat eben schon gesagt, ja, klar, es gibt zwei Probleme. Das eine ist halt eben das Lithium, was halt dafür abgebaut werden muss. Entstehen enorme Umweltschäden. Das ist kaum möglich irgendwie zu tragen. Und das zweite ist der Strom. Wir laden Elektroautos mit Strom und wir leben in einem Land, was bis 2038 Kohle für die Stromverbrennung produzieren will. Solange wir keinen vollständigen Kohleausstieg haben, sind Elektroautos kein Klimaschutz. Dann macht das für uns gar keinen Unterschied. Man kann sich vielleicht irgendwie Wasserstoffautos oder sowas in einer späten Zukunft oder so mal überlegen. Aber das hat dann ist die Klimakrise schon längst entschieden. Bis dahin müssen wir eigentlich den Verkehr erstmal so weit weg vom motorisierten Individualverkehr schaffen, dass wir das Pariser Klimaabkommen wieder erreichen können. Mhm. Und zu dem, was ich eben bei der Diskussion um den Moselaufstieg oft gehört habe, es ging natürlich oft um Entlastungen, die Autos fahren woanders lang, wo sie fahren jetzt zum Beispiel nicht mehr durch die Stadt, sondern fahren eben außenrum lang. Für das Klima ist das auch kommen egal. Also ob die Gase in Trier oder auf irgendeiner Autobahn ausgestoßen werden, macht halt auch wiederum keinen Unterschied. Das ist vielleicht für die Feinstaubbelastung in Trier, für die Gesundheit sehr schön. Aber dem Klima hilft es halt leider nicht weiter. Es geht darum, dass wir Autos reduzieren müssen, dass wir CO2-Emissionen senken müssen. Und das schaffen wir nicht durch noch mehr Autos. Okay, dann lassen Sie uns aber trotzdem vielleicht mal über Elektromobilität und Wasserstoff reden. Herr Becht, was würden Sie denn da bevorzugen und was ist da die Strategie des Landes? Zunächst einmal möchte ich Herrn Professor Topp und Herrn Henry Hoffmann recht geben. Das war verkürzt dargestellt. Natürlich kommt es bei E-Mobilität darauf an, wo kommt die Energie her. Und natürlich ist eine E-Mobilitätsstrategie mit diesen Gedanken zwingend in Verbindung zu bringen. Wir haben hier keine Präferenzen im Verkehrsministerium, was die Antriebe der Zukunft anbelangt. Wir sind getragen davon, von Technologieoffenheit, von technologieoffenen Ansätzen auszugehen, weil wir sehen, dass der Mensch in der Lage ist,
seine Umwelt und seine Zukunft zu gestalten. Wir müssen die Schätze heben in Gestalt der Ideen der Menschen, unserer Technologie, unserer Forschung, unserer Innovation. Und auf dieser Basis baut dann auch unsere Strategie für alternative Antriebe auf. Das kann ich Ihnen gerne umreißen. Wir haben eine Wasserstoffstrategie, die Minister Dr. Wissing aufgelegt hat, wo er für die Nutzfahrzeuge ein Commercial Vehicle Cluster erweitert, um einen Arbeitsraum für Wasserstoff, ein Netzwerk. Wir haben an der Uni Kaiserslautern einen Prüfstand für Wasserstoff direkt einspritzende Motoren für 400.000 Euro als Innovationsförderung aufgelegt. Aber wir haben auch die Energieagentur in Rheinland-Pfalz, die bei Unternehmen Ladestellenberatung macht, die Fahrzeugflottenberatung macht, Förderberatung macht, wie man im Bereich auch der Sektorkopplung dann Ladestelleninfrastruktur auch auf dem ländlichen Bereich praktisch verbessern kann. In Rheinland-Pfalz stehen wir da schon relativ gut im vorderen Drittel, was Ladesäulen anbelangt. Klar, die Energiefrage bleibt, aber ich würde ganz ehrlich gesagt den Individualverkehr und auch den Verbrennungsmotor noch nicht so schnell abschreiben. Wir wissen auch über Fischer-Tropsch-Verfahren, über Verfahren wie Kerosin, alternative Treibstoffe gewonnen werden können, dass hier enorme, auch klimaneutrale Chancen bestehen, und wir sollten die Chancen insgesamt nutzen, und wir sind hier in Rheinland-Pfalz auch breit aufgestellt. Danke. Herr Ebel, es wird ja auch aus Kostengründen Fracht zunehmend von der Straße runterverlagert auf die Schiene und aufs Wasser, was ja auch wieder ein Verzicht auf diesen Verbrennungsmotor ermöglicht. Ist denn da die Infrastruktur, die wir hier vor Ort haben, ist die denn aus Ihrer Sicht gut genug? Für die Verlagerung? Ja, für Schiene und Häfen und Flüsse. Ich hatte es ja eingangs oder schon gesagt, sagen wir so, wir haben natürlich einen trimodalen Hafen. Das ist sicherlich schon mal eine gute Voraussetzung, um hier auch den Verkehr auch mit Schiff oder Bahn transportieren zu können. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch der einzige Hafen an der Mosel in Rheinland-Pfalz, und den sollte man auch weiter unterstützen. Ja, da haben wir auch verschiedene Überlegungen. Ne? Der Ausbau der Moselschleusen ist da eine wichtige Komponente. Aber auch mit Blick auf das Niedrigwasser der letzten Jahre muss man natürlich auch den Rhein im Blick behalten, denn sonst wird die Mosel zur Sackgasse. Bei der Schiene, ja, da wird es wirklich schwierig, weil da sind sie natürlich schon sehr eingeschränkt, was die Fläche angeht. Da gibt es ja auch Überlegungen, kann man die Eifelstrecke noch stärker auch durch Elektrifizierung fördern. Aber da sind natürlich gerade beim Güterverkehr auch gewisse Grenzen gesetzt durch die Topografie, und das war in der Vergangenheit, ist man da auf keine große Gegenliebe bei der DB auch gestoßen, mit diesen Überlegungen. Sie hatten ja eingangs auch vorhin die Frage noch Zukunft des Automobils. Also ich sehe das Auto schon auch noch für einen längeren Zeitraum uns erhalten. Es wird halt zu diskutieren sein, klar, wie entwickeln sich Besitzverhältnisse und auch die Antriebsarten, und hier haben wir ja gerade im Güterverkehr natürlich derzeit das Problem, da wird es mit der Elektromobilität wahrscheinlich so, also mit batterieelektrisch nicht klappen, denn das ist eigentlich, ist da die Grenze im Nahverkehr vielleicht bis 200 Kilometer. Und darüber hinaus muss man halt dann auch schauen, ob da der Wasserstoff oder andere Technologien hier eine Lösung darstellen können. Wir als IHK vertreten da auf jeden Fall die Position, dass man technologieoffen an die Sache herangehen sollte und da eben einfach auf verschiedene Wege auch fördern und ausprobieren sollten. Danke. Eine letzte Frage würde ich mir gerne an Herrn Professor Topp erlauben, weil es für unsere ländliche Region so relevant ist. Sie hatten gesagt, Sie hätten noch Ideen, wie man hier denn ohne Auto von A nach B kommen könnte auf dem Plattenland. Können Sie uns da noch zwei nennen oder so? Ja, sogar mehr als zwei. Also einmal ein Ansatz ist doch, gemeinsam unterwegs zu sein, also Fahrgemeinschaft zu gründen, Mitnahme, und das ist ja heute mit der App überhaupt kein Problem, und ich brauche auch keinen festen Partner. Ich muss nicht morgens mit der gleichen Person zur Arbeit fahren, mit der ich abends zurückfahre. Das kann ich alles ganz spontan organisieren über mein Smartphone. Das ist der Punkt 1. Der nächste Punkt ist, ich habe ja im ländlichen Raum habe ich ja auch ÖPNV, allerdings zu wenig, und die Entfernungen zu den Haltestellen sind deutlich größer. Also muss ich überlegen,
wie komme ich denn im ländlichen Raum zur Haltestelle? Das kann ich einmal mit dem Auto machen, Park and Ride. Das kann ich mit dem Fahrrad machen, Bike and Ride. Oder das kann ich künftig auch mit autonomen Shuttles machen. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Und mir geht es auch gar nicht darum, jetzt im ländlichen Raum nun wirklich das Auto abzulösen. Es wäre ja schon ein großer Vorteil, wenn man im ländlichen Raum mit einem Auto pro Familie auskommen könnte. Die meisten Familien im ländlichen Raum haben heute 2 Autos, manche sogar 3 Autos. Und das ist doch eine völlige Übermotorisierung. Das hat auch was zu tun mit Einkommen und Haushaltseinkommen und so weiter. Und da muss man wirklich mal drüber nachdenken, wie man das anders organisieren kann. Und da kann im Grunde genommen, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, da kann jeder auch den eigenen Beitrag leisten. Danke. Ja, dann knüpfen wir direkt daran an, im Bereich Nahverkehr, auch öffentlicher Personennahverkehr. Staatssekretär Andi Becht, im Januar ist das Nahverkehrsgesetz Thema im Landtag. Nun sind das meistens komplexe Werke, wenn Sie vielleicht kurz zusammenfassen könnten, was das Land da vorhat. Es geht auch um die bessere Vernetzung, auch zwischen den Verkehrsverbünden. Unter anderem soll auch der ÖPNV wohl zur kommunalen Pflichtaufgabe werden. Wenn das so ist, wie sollen die Kommunen, die Städte das dann finanzieren oder inwiefern greift das Land denen dann auch entsprechend unter die Arme nach dem Motto, wer bestellt, bezahlt? Ja, das Wort vernetzen ist das Richtige und da kann ich mich auch nur anschließen an das, was Professor Topp gerade sagte, mit innovativen Ideen, gerade die letzte Meile zur Haltestelle zu gestalten, dann Schnittstellen zu schaffen über Carsharing, über Bike and Ride, über Ladestationen fürs Fahrrad, aber auch, und da haben wir die Radverkehrsentwicklungsplanung gemacht in Rheinland-Pfalz, mal zu gucken, was für Bedürfnisse hat der Radfahrer, wie läuft es dann in der Firma weiter, Dresscodes, Duschen und so weiter. Da kann man ganz viel machen. Echtzeitinitiative, die App wurde erwähnt. Da spielen wir auch auf jeder Hochzeit, wenn ich dann nochmal die Blues Brothers mit Country und Western zitiere. Und ein Baustein in diesem Spannungsbogen, in diesem großen Regenbogen, ist dieses neue Nahverkehrsgesetz, was genau diese Schnittstellen zwischen einzelnen Nahverkehrsträgern besser vernetzen soll. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine sehr unübersichtliche Struktur gehabt, einerseits was die Finanzierung von ÖPNV anbelangt, aber auch die Aufgabenträgerschaft. Die Schiene war woanders angesiedelt als der ÖPNV. Dann hat man so eine Mittelposition gehabt mit den regionalen Bussen, die dann von dem Schienenverband mitverwaltet wurden. Und wir wollten das einfacher machen, zukunftsfähiger aufstellen. Und das ist uns mit diesem Gesetzentwurf gelungen. Das ist so ein wesentlicher Baustein. Und die Schnittstellen natürlich zu anderen Verkehrsangeboten. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, was in diesem Nahverkehrsgesetz bundesweit einmalig ist, ist den Verkehr, den öffentlichen Personennahverkehr als Pflichtaufgabe auszugestalten und damit auch fest in der Familie der kommunalen Aufgaben zu verankern. Das hat kein Bundesland in dieser Form. Die Pflichtaufgabe stellt die Wichtigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs in der Politik, aber auch in der Gesellschaft heraus. Und es ist dann eine gemeinsame Kraftanstrengung natürlich, den Inhalt dieser Pflichtaufgabe zu definieren. Das kann nicht per ordre de mufti geschehen. Und da werden natürlich die Aufgabenträger, die Kreise, kreisfreien Städte, die sich ja zusammenfinden in diesen Zweckverbänden, die werden das gemeinsam mit dem Land mit Leben füllen. Und da wird natürlich im Vorfeld, wenn dieser sogenannte Landesnahverkehrsplan dann aufgelegt wird durch diese Akteure, wird natürlich genau geguckt, welche Finanzierung muss da zugrunde gelegt werden, woher kommt das Geld. Und erst dann, wenn diese Fragen geklärt sind, wird es dann auch zu dieser Ausgestaltung, der inhaltlichen Ausgestaltung der Pflichtaufgabe gekommen sein. Also es gibt ja nicht ordre de mufti, nicht wer bestellt, bezahlt, in dem Sinne, dass einer bestellt und der andere bezahlt, sondern in einem gesetzlich genau festgelegten Verfahren wird geguckt,
welche Leistungen braucht man, welche Angebotserweiterungen, welche Tarifgrundlagen will man sich geben, und dann wird eine gemeinsame Finanzierungsvereinbarung getroffen, und erst auf Basis dieser Finanzierungsvereinbarung kommt es dann zu dem Landesnahverkehrsplan, der die Angebotsausweitung beinhaltet und damit zur Ausgestaltung der Pflichtaufgabe. Das heißt, die Kommunen sind eigentlich Akteure und nicht, wie man es jetzt so ein bisschen überspitzt darstellen wollte, Opfer von irgendeiner dirigistischen Verkehrspolitik. Ja, Henry Hoffmann, die Wortmeldung von Andy Becht hätte er vielleicht auch auf einer Veranstaltung von Fridays for Future so sagen können. Bessere Vernetzung, auch die letzte Meile, dass die Anschlüsse verbessert werden, auch über die verschiedenen Verkehrsverbünde hinweg. Würden Sie dem auch applaudieren und zustimmen, oder was fehlt Ihnen dabei? Ich hoffe, dass die Verbindung noch steht. War wahrscheinlich so begeistert von der Wortmeldung, dass er sich kurz sammeln muss. Da ist er wieder. Haben Sie mich verstanden, Herr Hoffmann, die Frage? Sonst wiederhole ich sie gerade nochmal. Hören Sie uns, verstehen Sie uns zurzeit? Sonst machen wir kurz mit dem Herrn Ebel weiter zwischendurch, bis der Herr Hoffmann sich nochmal zugeschaltet hat. Auch kein Problem. Herr Ebel, wie bewertet die IHK die Situation in Sachen ÖPNV? Was muss da noch verbessert werden oder was läuft schon gut aus Ihrer Sicht? Also ich muss erstmal anerkennen, es ist natürlich, in den letzten Jahren hat sich da viel getan. Wir haben ja gerade bei uns in der Region das ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz Nord, das jetzt sich in der Umsetzung befindet und hier jetzt schon auch im ländlichen Raum jetzt nochmal neue Angebote schafft. Wir hatten ja auch selbst in den letzten Tagen darüber berichtet. Das ist natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt. Gleichwohl bleibt es natürlich eine spannende Herausforderung, die Busse auch dann mit Leben zu füllen, also mit Fahrgästen. Und das ist natürlich gerade aktuell in Corona-Zeiten doppelt schwer. Wir haben uns ja auch zu dem Nahverkehrsgesetz geäußert. Auch das, das sind ambitionierte Ziele, das muss man wirklich so sagen. Und wenn das gelingt, könnte das wirklich auch Angebote schaffen, die den ÖPNV deutlich attraktiver machen. Herr Becht ist ja schon darauf eingegangen. Wichtig ist für uns natürlich auch die Frage, wie ist das finanziell auch geklärt, dass da auch die Aufgabenträger nicht einseitig natürlich finanziell belastet werden und umgekehrt, sagen wir so, das Land die Aufgabe aber sehr intensiv zu sich zieht, muss man auch sagen. Aber das sind Diskussionen, ich denke, die laufen derzeit und ist auf jeden Fall ein Ansatz in die richtige Richtung. Wir werden trotzdem da natürlich nicht anhalten können, sondern das wird immer weitergehen müssen, diese Entwicklung und halt auch diese Vernetzung zwischen den einzelnen Verkehrsträgern, die muss einfach noch verdichtet werden. Ich denke, da fehlt vielfach einfach noch so die Übergabe, auch wie man vielleicht das Fahrrad da auch stärker einbringen kann. Ob es jetzt das Thema Schnellradwege ist oder sowas, also da tut es ja auch einiges, muss man sagen. Selbst in Trier hat es ja auch da der Modus Split schon in der Richtung etwas bewegt. Über das Thema Radverkehr und Fußgänger sprechen wir auch noch kurz im Anschluss. Herr Hoffmann, können Sie uns wieder verstehen? Sie waren ja kurz ausgeblendet. Wenn Sie mich verstehen, dann sollte es, glaube ich, gehen. Ja, tipptopp. Ja. Dann wiederhole ich noch mal kurz in Kurzform die Frage von vorhin. Der Herr Becht hat versichert, dass die Landesregierung hier einen deutlichen Schwerpunkt auch auf die bessere Vernetzung ÖPNV legen will und das mit diesem Nahverkehrsgesetz auch manifestieren will. Würden Sie dem zustimmen, applaudieren, oder was fehlt Ihnen noch, dass auch es bei Fridays for Futures entsprechende Applaus geben könnte dafür? Also diese Sache mit der ÖPNV als Pflichtaufgabe finde ich schon mal sehr gut. Warte ich schon ziemlich lange drauf, steht auch in unseren Forderungen. Der Grund, warum Menschen nicht ÖPNV nutzen, sind ja meistens zwei. Das eine ist halt eben die Erreichbarkeit. Das ist sowohl auf dem Land ein Problem als auch in der Stadt. Da ist die Bustaktung sehr oft sehr katastrophal. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Region fahren abends stündlich zwei Busse in 5 Minuten Abstand, was überhaupt keinen Sinn macht.
Und generell fahren Busse halt sehr oft zu Zeiten, die halt auch einfach sehr unpraktisch sind. Das zweite große Problem ist der Preis. Wenn ich jetzt von mir nach Trier fahren würde und wieder zurück wäre, würde das mit Bus teurer sein, als wenn ich irgendwie mich mit dem Auto fahren lasse. Und das muss natürlich definitiv geändert werden, denn eine umweltfreundlichere Technologie sollte natürlich auch weniger kosten. Man muss also sehr stark mit dem Preis vom ÖPNV weit runtergehen, wenn nicht sogar kostenlos werden. Und dabei könnte ich jetzt die Verantwortung, den Preis zu senken, allein auf die Stadt Trier schieben. Aber es liegt tatsächlich auf allen Ebenen, weil ich glaube, Trier könnte das alleine nicht stemmen. Dementsprechend braucht es auch mehr Geld vom Land und natürlich auch vom Bund und wahrscheinlich auch von der EU, dass man landesweit kostenlosen ÖPNV oder zumindest eine deutliche Vergünstigung umsetzen kann und das Ganze ausbauen kann. Wir investieren momentan noch sehr viel Geld in den Autoverkehr, ob jetzt halt durch Subventionen oder halt eben durch Autobahnbau. Und das Geld müssen wir halt umverteilen. Das Geld muss dann halt eben mehr in den ÖPNV, mehr auch in Fahrräder, da können wir später nochmal drüber reden, schließen. Ja, und halt eben so, dass wir auch eben mit dem Geld, was das Land hat, was der Bund hat, was die Kommune hat, was alle haben, damit natürlich auch die Voraussetzungen setzen, dass Menschen umweltfreundliche Verkehrstechnologien nutzen können, wie den ÖPNV. Und dass es für die nicht zum absoluten Finanzdesaster wird. Ja, Herr Professor Topf, Sie haben sich noch gemeldet. Stichwort Finanzierung. Ein 365-Euro-Jahresticket gibt es zum Beispiel in Hessen. Das wird ja auch schon mal diskutiert. Wenn man die andere Seite guckt, bei uns in der Region in Luxemburg, ist der ÖPNV komplett kostenlos gestellt worden. Inwiefern sind das für Rheinland-Pfalz zum Beispiel auch realistische Ziele, wie würde sich sowas finanzieren lassen oder muss man da andere Wege finden? Also bei den Kosten, das ist ja nochmal ein ganz wichtiges Thema. Zum einen, der Autoverkehr bezahlt nirgends seine wahren Kosten. Das fängt beim Parken an, wenn ich mir überlege, was für Anwohnerparkausweis, den kriege ich für eine Verwaltungsgebühr von 30 Euro pro Jahr. Und was ich wichtig finde, dass man die wahren Kosten ansetzt. Beim Parken würde das heißen, den Bodenpreis, die Herstellung des Parkplatzes, die Unterhaltung des Parkplatzes, die Überwachung des Parkplatzes und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das, was wir eben schon diskutiert haben, 365-Euro-Ticket. Das finde ich eine großartige Idee und das funktioniert in Wien hervorragend. Und 365-Euro-Ticket finde ich eigentlich auch psychologisch besser als ein Nulltarif. So nach dem Motto, was nichts kostet, das taugt nichts. Und 1 Euro pro Tag für ein ÖPNV wäre doch eine Ansage. Ich weiß nicht, Herr Hoffmann, was es für Sie kostet. Sie haben ja eben dieses Beispiel genannt, wenn Sie nach Trier fahren, hin und zurück, das schaffen Sie nicht für 1 Euro, ne? Ja, okay. 8-mal so viel, ja. Also das wäre schon eine tolle Sache, wobei man natürlich auch sagen muss, dass der ÖPNV dann irgendwie querfinanziert werden muss, mehr als heute. Da könnte man die CO2-Steuer verwenden, da könnte man die höheren Parkgebühren verwenden. Der ÖPNV muss einfach einen Ausgleich bekommen, wenn man 365-Euro-Ticket einführen will. Das finde ich einfach wichtig und fair. Aber Fahrrad müssen wir noch mal diskutieren. Genau. Sie machen hier die perfekten Überleitungen. Genau, darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen diskutieren. Ganz kurz ein, nur weil wir eigentlich, ich wollte bloß den Herrn Becht fragen, wir hatten eigentlich 12.30 Uhr irgendwann mal als Ende, haben Sie noch eine Viertelstunde? Weil wir haben ein Thema, das uns tatsächlich noch ganz wichtig wäre und das hat Katharina de Mos schon angesprochen mit Fußgängern und Fahrradfahrern. Das würden wir gerne zumindest noch machen. Genau, dann machen wir das auch. Super. Ist okay. Prima. Henry Hoffmann, dann würde ich gerne mit Ihnen starten. Ich vermute, das ist Ihr Leib- und Magenthema. Was müsste denn beim Thema Radverkehr noch passieren aus Ihrer Sicht? Ja,
Genau, ich als seit letztem Sommer Fahrradfahrer, mir ist sehr viel aufgefallen, während ich Fahrrad gefahren bin. Allgemein ist halt das Problem die Infrastruktur. Die Fahrradwege sind sehr oft nicht vollständig, sehr oft zu nah an den Autos dran. Sehr oft ist es eigentlich nur ein sehr schmaler Streifen, der neben die Straße gemalt ist. Ich meine, ich wohne jetzt in Trier. Wir geben mit 6,50 Euro pro EinwohnerInnen pro Jahr tatsächlich im deutschen Vergleich ziemlich viel Geld für Radwege aus. In vielen anderen Städten kommt es gerade mal auf 3 Euro. Das ist in Deutschland eigentlich ziemlich ähnlich, dass das Fahrrad keinen wirklich hohen Stellenwert im Verkehr hat. In anderen Städten sind es teilweise bis zu 100 Euro. Ich glaube, in Utrecht sind es knapp 130 Euro, die pro Kopf pro Jahr für Radverkehr ausgegeben werden. Und bei denen läuft das natürlich. Das sind überall Fahrradwege, die sind alle geschützt vor dem Autoverkehr. Die sind alle auch durchgehend. Da ist tatsächlich auch die Ampelschaltung teilweise für die FahrradfahrerInnen ausgelegt, sodass man da viel gemütlicher fahren kann. Weil nur so ein einfacher Streifen am Rande der Straße ist kein Fahrradweg. Das ist gefährlich, das ist unangenehm. Und da kann man nicht wirklich lang fahren. Ja, genau. Ich bin selber oft in Holland und sehe das auch da. Da ist das Fahrrad wirklich ein Transportmittel, ein Verkehrsmittel, oft wichtiger als das Auto. Herr Professor Topp, welche Rolle spielt das Fahrrad denn aus Ihrer Sicht für die Zukunft der Mobilität in Deutschland? Also, Moment, ich habe... Man hört Sie nicht? So, ja. Jetzt bin ich eingeschaltet. Eine ganz große Rolle ja heute schon. Und es gibt ja nicht nur die holländischen Städte und Kopenhagen und Aarhus als Vorbild. Es gibt auch Münster, es gibt Freiburg. Und das Fahrrad ist im Grunde genommen der Gewinner der letzten 10 bis 15 Jahre. Das hat enorm zugenommen und da ist immer noch eine Menge Luft nach oben. Und jetzt ländlicher Raum, da sind die Entfernungen größer. Aber die Entfernungen sind ja im Grunde genommen heute mit Pedelec und E-Bike auch nicht mehr das Problem. Ich kann mit dem Pedelec doch locker 20 Kilometer zur Arbeit fahren. Wo ist das Problem? Mit dem traditionellen Fahrrad ist das ein bisschen anstrengend, vor allen Dingen, wenn es bergauf geht und so weiter. Und das Pedelec ist weder entfernungsempfindlich noch steigungsempfindlich das ideale Verkehrsmittel, auch für den ländlichen Raum. Und zur Stadt nochmal. In der Stadt kann ich doch im Grunde genommen alles zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad machen. Und entsprechend müssen auch in der Stadt unsere Straßen gestaltet werden, dass nicht diese Dominanz des Parkens und des Autofahrens da stattfindet, sondern dass das attraktiv ist, da zu gehen, meinetwegen auch zu flanieren und mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, Leute zu treffen, für die eigene Fitness was zu tun und so weiter. Ja, vielen Dank. Herr Becht, jetzt kam just gestern eine ziemlich böse Mail von der CDU, die ihr Haus dafür kritisiert, dass Herr Wissing viel zu wenig für Fahrradfahrer mache. Das ging um eine Anfrage der FDP-Fraktion auf Bundesebene, die gezeigt hat, dass bei Radwegen entlang von Bundesstraßen und auch entlang von Landesstraßen Rheinland-Pfalz unter den Flächenländern den vorletzten Platz im Bundesvergleich einnimmt. Ist Ihnen der Radverkehr denn nicht so wichtig wie andere Verkehrsarten? Ja, man merkt es allenthalben, der Wahlkampf geht los und man sucht sich seine Brocken zusammen und bastelt eine Skulptur, die dann diese hässliche Statue sein soll, die den schlechten Radverkehr verkörpert in Rheinland-Pfalz. Das ist mitnichten der Fall. Da muss man entschieden widersprechen. Vielleicht mal zur Grundsituation. Wir haben genau diese Querverschiebung, die Professor Topp ansprach, dass wir zugunsten von anderen Verkehrsmodi auch dann mal in der Finanzierung ein bisschen näher nachgucken und nachjustieren. Die haben wir vorgenommen. Beispielsweise für kommunale Förderungen von Radwegevorhaben haben wir für Radwege 10% anstelle von 65%. Im Schnitt gibt es da 75%. Das heißt, wenn die Kommune einen Radweg baut, keine Autostraße, kriegt sie 10% on top. Macht sie eine Pendlerradroute, kriegt sie nochmal 10% drauf. Da sehen Sie diese Allokation schon, diese Steuerung. Wir haben mit den Radfahrern, mit den Verbänden, mit den Kommunen, mit der Politik
einen Radverkehrsentwicklungsplan aufgelegt und haben uns diese Bedürfnisse, die auch jetzt von Herrn Hoffmann, von Professor Topp skizziert wurden, um Schnittstellen zum Nahverkehr zu bekommen, wie muss ich das berufliche Umfeld verändern, um das besser abzubilden. Und wir helfen natürlich mit in der Beratung, weil es ist nicht nur so, wie es in dieser kleinen Anfrage zitiert wird von der CDU, dass man als alleinigen Maßstab Radwege begleitend zu Landstraßen betrachten muss, sondern wir haben etliche Fördertöpfe, wo wir in Rheinland-Pfalz Radwege fördern und auf die Straße bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind nicht nur die Landesstraßenbauprogramme, das sind nicht nur die Bundesstraßenbauprogramme, es ist nicht nur die eben skizzierte Förderung für kommunale Vorhaben. Wir haben gerade jetzt einen neuen Förderaufruf im Landwirtschaftssozialfonds, im Kohäsionsfonds ELA, das ist EU-Geld, das wir da einsetzen, nochmal 4 Millionen auf die Straße gebracht. Im Tourismus haben wir zweistellige Millionenprojekte, die sich mit touristischen Radverkehren befassen. Also hier ist der Bogen viel weiter, als wenn man jetzt nur mal die Landstraßen sich rausnimmt. Und was man nicht verschweigen darf, wenn man Landstraßen und Radverkehrsrelationen miteinander vergleicht, ist, dass Rheinland-Pfalz die meisten Kommunen hat, die meisten Gemeinden in ganz Deutschland. Ganz Deutschland hat 11.000 Kommunen, Rheinland-Pfalz hat davon alleine 2.300. Das heißt, wir haben das dichteste Straßennetz klassifizierter Straßen. Und da ist natürlich pro rata eine Vernetzung mit Radwegen immer etwas geringer als in weniger dicht verdichteten Verkehrsräumen. Also das ist schon eine denkgesetzliche Notwendigkeit aus der Mathematik heraus. Und insoweit stehen wir überhaupt nicht schlecht da. Wir haben, wie gesagt, jetzt beim LBM eine zentrale Radverkehrsplanung, eine Radberatung aufgelegt, um diese ganzen Fördertöpfe auch den Kommunen, den Unternehmen und jedem, der sich dafür diesen Straßenbau interessiert und da mithelfen will, um das plastischer zu machen. Also wir fühlen uns da gut aufgestellt. Ja, danke. Sie sagten ja eben auch schon, dass schnell Radwege auf den Weg gebracht werden. Herr Ebel, wäre das aus Ihrer Sicht denn mehr als Nischenprodukt? Sind solche Schnellradwege vielleicht auch für Berufspendler wirklich eine Lösung? Aus meiner Sicht schon, ja. Herr Topp hat es ja schon angesprochen, das Pedelec spielt ja immer eine größere Rolle. Ich selbst pendle auch im Sommer, zugegebenermaßen nicht unbedingt bei schlechtem Wetter, aber über 17 Kilometer Strecke. Und für mich wäre sowas natürlich auch perfekt. Ja. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Wobei man beim Thema Radverkehr schon auch einen gewissen Fokus natürlich auch in den Städten sehen muss. Auch wenn ich jetzt dann morgens nach Trier reinfahre, fangen die Probleme eigentlich dann im Oberzentrum Trier vornehmlich an. Und wenn wir mal schauen, die Hauptverkehrsbeziehungen, die sind ja unterhalb von 2 oder 5 Kilometern. Also viele Fahrten würden sich ja für das Fahrrad auch hervorragend eignen. Aber scheinbar muss man da, ich denke, da muss man noch einiges auch an der Attraktivität verbessern. Ja, der ADAC beispielsweise hat jetzt gerade untersucht, Radfahrer fühlen sich häufig auch unsicher offenbar. Wie kann man diese Themen auch angehen? Ja, und aus unserer Sicht natürlich auch, wie kann es gelingen, das Nebeneinander von der verschiedenen Verkehrsarten auch sinnvoll hinzubekommen. Mhm. Aber ich glaube, da haben wir, wie gesagt, auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Prima. Vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss, wenn es recht ist, eine ganz kurze Runde, um den nicht zu vergessen, der ganz oft vergessen wird in Verkehrskonzepten, nämlich der Fußgänger. Herr Becht, ich habe auch auf Ihrer Homepage vergeblich nach dem Fußgänger gesucht und nach Konzepten dafür, da stand nichts. Vielleicht könnte jeder von Ihnen ganz kurz, so wie in der Anfangsrunde, sagen, was für Fußgänger passieren müsste oder warum da so wenig passiert. Herr Becht, würden Sie anfangen? Für Fußgänger passiert verdammt viel. Das sind vorwiegend Dinge, die auch in der kommunalen Leitplanung weniger im Verkehrssektor zu finden sind. Aber soweit wir als Verkehrssektor drin sind, darf ich als einen wichtigen Punkt unsere Vision Zero, unsere Vision Null Verkehrstote in Rheinland-Pfalz bringen. Da ist der Fußgänger eigentlich der wichtigste zu betrachtende, der unbeteiligter motorisierten Verkehr im öffentlichen oder individuellen Opfer werden kann von Unfällen. Und da sind wir stolz, eine wirklich nachhaltige Struktur aufgebaut zu haben. Beispielsweise im letzten Jahr kein einziges Kind unter den Verkehrstoten. Auf diese Bilanz sind wir auch stolz. Auch das ist Fußgängerpolitik. Mhm, danke. Henry Hoffmann, was müsste passieren?
Ja, klar, Sicherheit für FußgängerInnen ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Das hat auch, ich höre sehr oft irgendwie in Verkehrsdiskussionen, wenn man über Radverkehr redet, dass denen gesagt wird, dass Radfahrer so gefährlich für FußgängerInnen sind. Weil klar, FußgängerInnen und RadfahrerInnen müssen natürlich auch sehr weit getrennt werden, damit man sich da nicht in die Quere kommt. Nichtsdestotrotz, für den Fußverkehr muss man natürlich auch gestalten. Man muss natürlich breit genug Bürgersteige haben. Ich wohne in Ruwer, wir haben so etwas wie Bürgersteige gar nicht. Und das muss natürlich auch alles sehr attraktiv sein, um da lang zu gehen. Eine graue Straße, wo ständig die Autos mit Abgasen an einem vorbeifahren, will auch natürlich irgendwie niemand lang gehen. Fußverkehr ist ein sehr vernachlässigter Part in der Mobilität, leider. Ja, und das muss sich ändern. Man muss da auch wieder dran denken und halt vor und eben die Städte oder generell die Verkehrswege lebenswerter machen, damit auch mehr Leute Strecken, die sie zu Fuß gehen könnten, zu Fuß gehen. Danke. Herr Ebel, was würden Sie gern für die Fußpendler tun? Ja, ich finde die Situation gar nicht so schlecht, gerade wenn man es tatsächlich im Ländervergleich auch sieht, gibt es, glaube ich, da wirklich auch schwierigere Situationen. Aber ich glaube, das Thema ist auch erkannt. Also das ist ja manchmal in der Vergangenheit auch ein Planungsproblem teilweise gewesen. Wie wertet man die unterschiedlichen Verkehrsträger? Aber auch da hat es ja schon Änderungen gegeben. Und ich glaube, wenn jetzt neuere Baumaßnahmen erfolgen, dann kann man da auch gar nicht mehr die durchführen, ohne dass man diesen Aspekt mit berücksichtigt. Aber wie gesagt, also ich würde mal sagen, also ganz so schlimm habe ich sie bis jetzt nicht erlebt, aber das ist ein wichtiger Faktor. Beim Modal Split sind, glaube ich, 22% der Wege, die auf Fußgänger entfallen. Ja, und das ist natürlich schon ein wichtiger Anteil. Ja, eine Studie in Trier hat gezeigt, dass es sogar 25% der Wege sind. In Trier selbst hat die TU Dresden untersucht. Herr Professor Topp, wird da aus Ihrer Sicht genug unternommen, um diese Wege sicher zu machen? Nein, da wird nicht genug getan. Ich will aber noch mal einfach sagen, zu Fuß gehen, das ist die natürlichste Art der Fortbewegung und es ist auch zusammen mit dem Fahrradfahren das gesündeste. Und Fußgänger und Fußgängerinnen erzeugen Urbanität. Und da muss ein ganz anderes Gewicht gelegt werden, gerade im innerörtlichen Bereich. Und die 25% zu Fuß, das sind ja viel mehr. Denn fast jede ÖPNV-Fahrt ist mit einem Weg zur Haltestelle verbunden und auch von der Haltestelle wieder zurück. Oder auch, wenn ich mit dem Auto fahre, dann gehe ich erstmal zum Parkplatz und wieder zurück. Also das Gehen ist eigentlich die häufigste und die wichtigste Verkehrsart überhaupt. Danke Ihnen. Ja, dann herzlichen Dank für diese spannende Runde. Thomas, möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen? Ich möchte ehrlich gesagt nur eines sagen, nämlich vor allem danke, dass Sie sich auf dieses Format alle eingelassen haben. Das ist, glaube ich, schon für uns alle, wir merken, durchaus herausfordernd. Die Zeiten sind herausfordernd, aber ich glaube, wir bekommen das ganz gut hin. Allen, die zugehört haben, kann ich versprechen, wir bleiben an diesen Themen daran und wir werden noch viel tiefer daran gehen. Und wir wissen, glaube ich, alle gemeinsam in dieser Runde, aber auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass diese Themen weiterhin wichtig sind. Und insofern glaube ich, lassen Sie uns zusammenbleiben, lassen Sie uns diskutieren, offen, auch wenn es Gegensätze gibt. Ich glaube, das hat auch diese Diskussion gezeigt. Es ist immer wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und daher sage ich noch einmal besten Dank. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem an alle, bleiben Sie gesund. Dankeschön.